Also jemand, der den Tod von anderen in Kauf nimmt, ist in meinen Augen ein Verbrecher. Servus und hallo bei Nord, einer der Deutschen. Heute dachte ich mir, greife ich nochmal dieses Thema auf von Joshua Bass, synthetische Cannabinoide. Deswegen, weil die Regierung jetzt warnt, die Frau Ludwig warnt und die Polizei warnt, Deutschland wird überschwemmt von synthetischen Cannabinoiden auf CBD-Weed. Die Frau Ludwig denkt, sie ist besonders klug, wenn sie sagt, ja, aber Cannabis ist auch verboten. Ja, trotzdem weiterhin. Auch wenn sie anscheinend kapieren, langsam, dass nur das Verbot von Cannabis zum Freizeitgebrauch schuld dran ist, dass Verbrecher, also jemand, der den Tod von anderen in Kauf nimmt, ist in meinen Augen ein Verbrecher, Geld machen mit Cannabis, das richtig geil ausschaut, eigentlich auch ein gutes CBD-Cannabis wäre, aber in Deutschland illegal ist, weil zu viel THC drin ist. Und die hauen da auch noch synthetisches Cannabinoid drüber, das leider tödlich wirken kann, wenn man es zu viel erwischt. Und verkaufen das. Als ganz Deutschland diskutiert über eine Cannabis-Freigabe, die CDU, CSU mit der SPD oder die GroKo hat eine ganz hauchdünne Mehrheit nur bekommen bei der letzten Bundestagswahl. Ja, und hätte die FDP nicht einen Schwanz eingezogen, dann wäre man vielleicht schon so weit. Dann würde man jetzt vielleicht schon legales Cannabis erwerben können in Deutschland. Dann bräuchte man keinen Gedanken mehr an dieses illegale Scheißzeug da verschwenden. Niemand mehr würde illegales Cannabis erwerben wollen, wenn er im Hinterkopf hat, hui, das könnte dieses Fake-Zeug sein, an dem ich vielleicht draufgehe, nur weil es 2,50 € günstiger ist, als wie das, was man vielleicht beim staatlichen Händler kriegen kann. Ich meine, wie viele müssen denn jetzt echt noch sterben, dass irgendwann mal einer denkt, Cannabis wäre tödlich oder was? Wir alle wissen doch, dass Cannabis nicht tödlich ist, oder? Du kannst natürlich glauben, du gehst drauf, wenn du dich tothustest, wie ich in dem einen Video da. Oder aber, dass du so ein Paranoia schiebst, weil du mit der Wirkung nicht umgehen kannst. Meistens am Anfang, wenn man so Anfänger noch ist oder wenn man es halt noch nicht so gewohnt ist. Dann kann einem das passieren. Da liegst du genauso wie wenn du zu viel Alkohol hast oder denkst, oh, ich glaube, ich stirb gleich. Nur, dass du beim Alkohol wirklich sterben kannst und beim Cannabis nicht. Die Weigerung der CDU und CSU wird auch nach dem Bundestagswahl 2021 nachwirken, wenn die irgendwie stark genug sind, von den Stimmenanteilen mit der AfD zusammen Gesetze aufzuhalten, im Bundesrat zum Beispiel. Wir brauchen überall Parteien, die pro Cannabis sind. Und es ist halt gar nicht mehr so schwer heutzutage, oder? Das ist die SPD, das sind die Grünen, das sind die Linken. Ja, die Tierschutzpartei, glaube ich, hat kein Problem damit. Ich weiß nicht, wie es bei den Freien Wählern ist, da muss man da mal nachschauen. Aber tatsächlich, hey Leute, weißt, ist es doch schuld daran, dass das Verbot überhaupt gibt, dass andere hergegangen sind und die Erkenntnis über künstliche Cannabinoide nutzen, um das in Umlauf zu bringen, damit sie Geld verdienen können. Aber wer kommt denn auf die Idee, so ein Fake-Zeug zu rauchen, wenn er das echte haben kann? Und jetzt stell dir mal vor, Leute sind krank und kriegen von der Krankenkasse das nicht bezahlt und müssen sich am Schwarzmarkt bedienen müssen, dann kriegen die den Dreck. Ich stell dir das mal vor, hey, da ist ein Kranker, sagen wir mal, der hat ADHS und Fibromyalgie zusammen. Das heißt, er hat Energie
und auch noch Schmerzen. Und jetzt geht der los und sagt, hey, ich kann das nicht anders handeln, außer mit Cannabis. Ja? Und würde sogar einen Arzt finden, der ihm das dann auch noch bestätigt und mir auch verschreiben würde und ihn medizinisch begleiten. Aber die Krankenkasse sagt aus irgendwelchen Gründen nein. Ja, ist halt gerade in, nee, der kommt in die B-Gruppe oder wir brauchen eine Vergleichsgruppe oder irgendwie so ein Schmarrn oder halt einfach, wir haben den Verdacht, das ist mir ganz egal, warum. Sie sagen nein. Ja. Jetzt steht der aber da und muss sich versorgen. Was glaubt denn ihr, was der macht? Der besorgt es auf dem Schwarzmarkt natürlich, wenn er nicht anbauen kann. Ja, und dann hat er das und dann steht er da und ist darauf angewiesen, dass er einen Dealer findet, der ihm saubere Sachen verkauft, das gespült ist, weil er braucht die Mengen und es nicht zu teuer verkauft. Das findest du nirgendwo, auch nicht in Berlin. Es sei denn in irgendwelchen Gemeinschaften, wo sich ein paar Leute zusammenschließen, da vielleicht. Aber ansonsten hast du da halt auch die Arschkarte. Und wenn du dann auch noch so einen Dreck kriegst, so einen hinterfotzigen Kack, der dich tötet, womöglich, dann hast du deine Krankheit überstanden, gell? Aber irgendwie ist das Ganze doch nicht Sinn der Sache. Und es war auch nicht Sinn der Sache, als da das Gesetz geändert worden ist. Nur hat jede Partei halt was anderes gedacht, gell? Und die Union hat sich halt gedacht, ja, die kurz vorm Sterben sind, die sollen es kriegen, höchstens. Und die anderen haben ja halt gedacht, naja, jeder kann es kriegen. Und die Kasse, oh nein, das zahle ich nicht. Das war so klar, so vorher schon. Da hätte ich keine Berater gebraucht, die wahrscheinlich wieder Millionen eingesteckt haben, hey, oder Hunderttausende für irgendwelche Scheißideen, die ein jeder Kiffer auch hat. Das sind doch keine guten Ideen, was sie da gehabt haben. Die zocken doch die Leute ab, mehr ist das nicht. Ihr eigenes Klientel ist natürlich versorgt, weil die sind ja alle privat versichert, die kaufen sie es halt einfach. Sind legal damit. Und da müssen sie sich schon nimmer anhören mit ihren eigenen Leuten. Da haben sie Ruhe. Aber die anderen nicht. Ey, Alter. Mir ist es ganz egal, Hauptsache geht's zur Wahl nächstes Mal. Und dann wählte bitte eine Partei, die nicht CDU, CSU oder AfD heißt. Und dann sind wir schon beieinander. Tschüss.